Ich finde, der neue Jaguar ist wunderbar. Eine Wahnsinnsmaschine. Er hat variablen Vorsatzantrieb, mehr Hydropower und ist am Hang wesentlich stabiler. PS, dafür gibt's keinen Ersatz. Kein Zweifel, diese Maschine ist ein Biest. Ich bin Don Peters, aufgewachsen hier in Auburn, New York, und bewirtschafte unseren Milchviehbetrieb in der 4. Generation. Zurzeit geht's bei uns los mit der Ernte, die vielleicht noch 20 Tage andauert. Das ist unser 6. Jaguar. Seit wir Klaas Häcksler fahren, haben wir noch nie einen Tag durch technische Probleme verloren. Gestern haben wir angefangen zu häckseln. Es ist natürlich ein bisschen anders mit der Doppelbereifung, weil man jetzt so um die 5 Meter breit ist. Der 498er hat variablen Vorsatzantrieb und Autokontur. Ein ziemlich cooles Feature, denn es passt sich den Bodenunebenheiten automatisch an. Wir mögen die Kabine. Ziemlich komfortabel alles und die Sicht ist super. Der variable Vorsatzantrieb ist ein tolles neues Feature. Mit der Doppelbereifung kommen wir bei nassen Einsatztagen deutlich besser durch. Und die Power des Jaguar, die schlägt keiner. Einfache, schnelle Zugänglichkeit für Servicearbeiten. Das hat der Klaas Jaguar. Auch unser Händler-Support ist wichtig. Wenn ich ein Problem habe, sind sie in einer Stunde hier. Der Klaas Jaguar Corn Cracker macht eine super Kornaufbereitung, ohne die wichtige Struktur der Pflanzenteile zu zerstören. Ich glaube, wir fahren jetzt schon 18 Jahre Klaas-Maschinen. Wir haben Klaas Mehrwerke, Klaas Schwader, Klaas Häcksler, warum sollten wir was ändern?